Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und diesmal wollen wir uns den Beamer angucken. Ich muss nur den Insta-Show erstmal, die Verpackung hier erstmal wieder ordentlich verpacken, damit wir den hier beiseite räumen können. So. Und dann kommen wir mal zum Beamer. Oh. Das ist, wo haben wir den? Business-Projekt, nicht Beamer, Business-Projektor Smart Echo. Ich bin voll auf Echo. Naja, das ist der MH535. Steht hier unten. Und den wollen wir jetzt mal auspacken. So. Mit dicken Pfoten macht sich das dann halt immer ein bisschen schlecht. So, da haben wir einmal eine Fernbedienung mit bei. Dann haben wir einen VGA-Kabel mit bei. Dann haben wir ein Stromkabel mit bei. Wir haben sogar Batterien mit bei. So, dann kommt der Projektor. So, wartet, ich muss das irgendwie gucken. Da haben wir eine Anleitung mit bei. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier heil abkriegen. So. Und der ist leichter, als ich gedacht habe. Muss ich jetzt mal so sagen. So. Dann können wir den Karton wegpacken. Und dann können wir uns das nochmal ganz genau angucken. Also Unboxing ging schneller, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen schlimmer rauszumachen. Aber wir haben hier so eine kleine süße Fernbedienung von BenQ, wo zwei Batterien reinkommen. Dann zwei Batterien waren mit bei. Dann haben wir den Stromkabel. Wir haben ein VGA-Kabel. Ich mache mal so, dass ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. So. Und eine Anleitung haben wir auch. Quick Start Guide haben wir auch mit bei. Ja, dann soll es soweit zum Unboxing gewesen sein. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wo wir den Rest auspacken werden und uns den Beamer mal ganz genau angucken werden, wie er optisch aussieht und ob er was für Anschlüsse hat und alle drum und dran. Ich würde mich dann hier verabschieden, wenn es euch gefreut hat. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.